Also ich denke mal, das ist wie bei euch. Ich habe keinen aktuellen Lieblingssong oder nur einen Lieblingssong. Ich denke, das ist auch mal ein bisschen abhängig von der Laune, in der man sich gerade befindet. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass so Songs wie Kreise, Alles brennt, An guten Tagen, 100 Leben, die dann doch die eine oder andere Tür aufgemacht haben, irgendwie auch ein bisschen wichtig für einen sind. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich nicht so weit im Voraus planen sollte oder auch kann. Also das ist dann doch auch gar nicht absehbar, was irgendwie in der Zukunft passiert. Gerade in der Musikbranche ist es gar nicht so einfach, da Vorhersagen zu machen. Die nächsten 2 Jahre würde ich aber ganz gerne wieder auf Tour gehen. All-time favorite, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Mein erstes Konzert, ja, mein großer Bruder hat mich mitgeschleppt, kann man sagen. Aber ich bin auch ein bisschen dankbar dafür, denn es hat auf jeden Fall nachhaltig Eindruck hinterlassen. Und zwar Bon Jovi im Müngersdorfer Stadion. Ja, habe ich. Da guckt was raus. Ich habe sogar noch mehr. Aber die Stellen zeige ich euch jetzt nicht. Ich glaube, das schönste Erlebnis bei Sing Mein Song war eher, dass man wirklich auch abseits quasi der Aufnahmen mit den anderen Künstlern Zeit verbringen konnte und sich vor allen Dingen auch mit anderen Künstlern mal austauschen konnte. Und es gibt einfach so ein paar Dinge, gewisse Themen, die man, glaube ich, auch nur mit den Menschen besprechen kann, die das Gleiche irgendwie empfinden oder auch durchmachen. Und das war eigentlich immer eine ganz schöne Lagerfeuerrunde. Und dann, ich sag mal, nach der getanen Arbeit sich nochmal irgendwie ein bisschen zu besprechen und einfach auszutauschen. Ich glaube, mein schönstes Erlebnis 2019 war, als ich das erste Mal An guten Tagen live spielen durfte und gesehen habe, okay, der Song kommt gut an. Ich wünschte, ich hätte manchmal ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Gelassenheit in gewissen Situationen. Und ich glaube, das wäre eine Eigenschaft, die würde mir vielleicht manchmal ein bisschen besser stehen. Das ist ganz unterschiedlich. Manche Songs, da schreibe ich halbe Bücher voll, weil ich einfach nicht den richtigen Zugang finde. Und es gibt aber auch Songs, die schreibt man in 5 Minuten runter und dann hat man wirklich nur ein halbes Blatt von geschrieben, weil jeder Satz schon genauso war oder stimmte, wie er sein muss. Love Me Tinder war zum Beispiel so ein Song, der wirklich innerhalb von 12 Minuten, glaube ich, geschrieben war. Und da habe ich nicht groß radiert oder ausgetauscht. Und das war wirklich eine halbe Seite und fertig war der Song. Also, es geht hin und her. Ich glaube, der erste Song, den ich auf der Gitarre spielen konnte, war so ein Lagerfeuersong, Lauda to See. Kennt ihr den? Lauda to See, o mio Signore, Lauda to See, o mio Signore. Hit-Akkorde, 4 Akkorde, da sind unter anderem auch noch viele, viele andere Songs mitgemacht worden. Rastlos, hektisch, emotional. Wie viele Konzerte habe ich in meinem Leben gespielt? Ich glaube, das ist, ich würde fast sagen, das kommt schon an 1000 Konzerte ran mittlerweile. Also wenn man wirklich alles zusammenrechnet, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe ja früher wirklich an jeder Gießkanne gespielt und in vielen, vielen Kneipen unterwegs gewesen, auch schon in meiner alten Heimat. Ja, 1000? Bestimmt. Ich glaube, die Mischung macht's. Also entweder in kleinen Clubs zu spielen oder eben in großen Hallen. Du kannst es auch nicht so richtig vergleichen. Also im Club herrscht eine andere Atmosphäre, eine intimere Atmosphäre und die Leute sind auch ein bisschen interaktiver. Du kannst auf die Leute noch mehr eingehen, weil du sie hörst, weil du sie siehst, weil du mit ihnen sprechen kannst, auch von der Bühne aus. Aber ich mag eigentlich auch sehr, wenn du in großen Arenen spielst, dass eben, ich sag mal, die Macht und diese Energie der Masse einfach so wirklich auf die Bühne zurückkommt. Und das löst schon was sehr, sehr Besonderes aus. Also ich möchte beides nicht missen, aber im Moment mag ich das schon sehr, dass wir vor vielen, vielen Leuten spielen. Wie alt bist du? Also meine Eltern behaupten, ich bin 37. Als Kind wollte ich das werden, was, glaube ich, alle Kinder werden wollen. Wie ihr Vater. Und mein Vater war Landarzt. Ich wollte also auch Landarzt sein. Lieblingsplätze in Hamburg, die kann ich leider nicht verraten, weil ich freue mich immer, wenn ich da alleine bin. Ja, also was nervt mich am Musiker? Ich bin total ungern in Studios, also wirklich so eine
so ein Album zu produzieren, ich sag mal, die Songs dafür zu schreiben, das ist die eine Sache, die macht mir noch Spaß, aber dann wirklich im Studio zu sein und die Aufnahmen zu machen, dieser ganze operative, technische Prozess, das ist eigentlich der, den ich am liebsten vermeiden würde, aber geht halt nicht. 52. Es gibt eigentlich keinen typischen Tagesablauf. Wenn ich mal frei habe, dann versuche ich gewisse Dinge aufzuarbeiten, dann mache ich auch mal Post auf, dann beantworte ich E-Mails, dann gucke ich auch mal eine Netflix-Serie und bestelle mir eine Pizza und ich glaube, das ist relativ normal. Ich sage jetzt nein, weil sonst müsste ich ihn ja vormachen. Was tue ich, um abzuschalten? Kann ich leider nicht sagen, ist nicht jugendfrei. Ja, aber was bedeuten Fans? Ich glaube, diesen Beruf gäbe es gar nicht, wenn es nicht eben die Leute gibt, die den Zugang zur Musik suchen, die einfach auch gerne dabei sind, die eben Musik auch mitmachen, mitsingen und ja, letztlich davon berührt werden. Und wenn ich dann auf einer Bühne stehe und sehe, wie die Leute mich angrinsen oder die Augen zumachen oder auch mal eine Träne verdrücken, dann ist das, glaube ich, das größte Kompliment, was man als Musiker bekommen kann. Und dann kriegt dieser Beruf einfach auch einen Sinn. Deshalb, ohne Fans gibt es mich auch nicht.